Lukas Moratti bei den exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht. Und bei den heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Heute bekehre da mal umtopfen die Aloe Vera Pflanze und vereinzeln. Die ist schon sehr riesig. Ja, das zeige ich euch. Und schaut in die Videobeschreibung. Da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und alle meine Accounts. Jetzt drehen wir den Ganzen um. Die Erde ist eh jetzt locker. So. Jetzt muss ich kurz Baumschere holen. Wir brauchen momentan eine Pflanze von Aloe Vera. Wegen, die kriegt eh dauernd Ableger. Die sind Ableger. Schneid die einfach weg. Und die Schütze setze ich wieder ein. So. Setze das Grüne da. Ist ein Ableger. So, jetzt haben wir ein bisschen exotische Erde hinein und Sand und größere Topf, nämlich die kann man kurz in die Kiezkanne stellen, Wasser. Dann mische ich dabei die Erde. Da mal ein bisschen. Den Schüssel nehmen. Bisschen Sand. Noch ein bisschen. So, die Steine dann mal wieder da drunter.
So schaut die Erde aus. Jetzt kommt die Pflanze. Da mal ein bisschen etwas dann das da zurück wegen dem Saft. Die ist etwas abgeknickt. Kommt schon wieder. Erholt dich wieder. So, fertig sind wir. Jetzt dann ein bisschen gießen. Und jetzt bin ich ein bisschen in der Schattenstellen. Wegen frisch umgetopfte Sachen darf man nicht in die Sonne stellen. Ja, mache ich gleich. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, schaut's in die Videobeschreibung. Jetzt kommt das Intro.